Hagen. Wir zeigen Ihnen jetzt, dass in diesem Ruhrpott-Städtchen noch viel mehr steckt, als wir bis jetzt alle vermutet haben. Es ist richtig weltoffen und sogar hoher Besuch aus Amerika lässt sich hier gerne blicken. Miriam Monkos verrät Ihnen, warum die Uhren in Hagen einfach komplett anders ticken als gedacht und das auch noch mega erfolgreich. Sie fliegen Einsätze auf der ganzen Welt. Sie gehen für die US Navy dahin, wo es brennt. Und sie tragen Hagen-Westfalen am Handgelenk. Ja, richtig gehört. Denn diese Edeluhren aus dem Ruhrgebiet zieren die Hände der besten Kampfpiloten der Welt. Und diese Hände haben sie in Hagen hergestellt. Das ist ein Schmuckstück. Ja, und da kann man nicht irgendwie eine Uhr von der Stange nehmen. Unsere Uhr, das ist halt was Persönliches. Und ich mach's mit Liebe. Der Auftrag für die Fliegeruhren kam ganz einfach per Mail. Ungewöhnliche Kundenanfragen sind für Geschäftsführer Erdal Yildiz aber nichts Besonderes mehr. Nachdem einmal die CIA vor der Tür stand, kann den Hagener nicht so schnell aus der Fassung bringen. Als die Leute dann vor uns standen, haben wir natürlich gar nicht gewusst, worum es ging. Wir haben uns erst, was wir uns gedacht haben, ist, wir haben eigentlich nichts verbrochen. Und als wir dann das Paket geöffnet haben, haben wir gemerkt, es ging eigentlich nur um diese Uhr, die wir reparieren sollen. Das kleine Hagener Geschäft gilt in den USA als Geheimtipp. Denn hier ist jede Uhr ein Unikat. Wird genau nach den Wünschen der Kunden individuell angefertigt. Um die 3000 Euro kostet die Uhr für die Kampfpiloten. Viel wissen die Hagener aber nicht über ihre berühmten Uhrenträger. Es ist schon mal einer persönlich bei uns vorbeigekommen, der war zufällig in Deutschland. Es war ein recht interessantes Treffen, aber wiederum auch sehr geheim. Es ist bei den Piloten der US Navy so, weil das Spezialeinheiten sind, darf man über deren Identität nicht viel preisgeben. Wenn man so eine Uhr baut, dann denkt man auch, wenn jetzt diese Gravur von dem jeweiligen Piloten da drin ist, wer macht das wohl sein? Wer steckt dahinter? Hinter dem Helm, hinter der Sonnenbrille. Doch was macht die Uhren jetzt eigentlich so besonders? Sie sind extrem robust, 200 Meter wasserdicht und unfassbar genau. Ach ja, und natürlich die Glücksgravur, Hagen in Westfalen.